So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem, ja, ich sag mal, mittelgroßen Infovideo. Und zwar ist seit jetzt online, habe ich einen neuen Server eingerichtet, beziehungsweise wir haben uns ein bisschen beraten im Tribe und so weiter, weil Bugs hat immer so gesagt, ja Beam, lass mal einen PvE-Server machen, hätten wir irgendwie vielleicht, könnt ihr mal ausprobieren. Und ich hatte halt dann jetzt noch die Idee, dass wir da vielleicht so versuchen, mal so ein Mittelalter, in Klammern vielleicht auch RPG, also so Roleplay-Server draus zu machen. Und habe dementsprechend den Server jetzt vorbereitet. Ich werde euch das jetzt kurz vorstellen. Und da gibt es nämlich auch ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel, dass ich dann auch Videos davon machen würde, von den Bauwerken, die ihr baut und so. Wenn was Cooles dabei ist, würde ich euch da quasi auch ein bisschen ins Rampenlicht hauen. Und so weiter und so weiter und so weiter. So, ne, gehe ich jetzt mal ganz kurz drauf ein. Auch was ihr dann für Mods braucht, etc. pp. Übrigens schon mal vorab. Dieses PDF ist ganz oben der oberste Link und da könnt ihr euch das runterladen und darüber kommt ihr dann direkt quasi das hier, also das PDF, und könnt dann direkt hier auf die Mods und so zugreifen, auf die Links. Ne? So, also legen wir los. Beam Community Server, die Legenden der Schwafelrunde, PvE 125 Slot Server. So, ne, erstmal hier Legenden der Schwafelrunde, ne? Vielleicht die Aquagezeichen von Anfang an kennen, wissen vielleicht so, warum wir, was wir uns dabei gedacht haben. Ich weiß es nicht. Und es ist ein PvE-Server. Es wird aber auch PvP möglich sein. Ich erkläre aber gleich wie, ne? Und wann und so weiter. So, auf jeden Fall Primitive Plus. Das Plus könnt ihr wegmachen, das erkläre ich auch gleich. Mittelalter RPG, Back to the Roots, das sind so ein bisschen die Stichwörter. Und ich habe jetzt, der Grundgedanke ist an sich, dass ihr quasi ganz mellow auf dem Server zocken könnt, euch vielleicht auch mit anderen Leuten zusammenfindet oder vielleicht auch natürlich schon mit einem Trupp da irgendwie fest einfach joint. Und ihr mit Hilfe der Mods, die ich installiert habe, was wirklich viele, viele, viele Mods sind, die alle irgendwie das Thema Mittelalter bedienen, die ganz viele mittelalterliche Strukturen hinzufügen, Klamotten, Waffen und so weiter und so weiter, dass ihr damit quasi wie so eine Mittelalterstadt aufbaut. Ne? Also es wäre cool, wenn es gehen würde, aber ihr müsst jetzt nicht eine riesengroße Stadt mit allen Leuten auf dem Server machen. Das wäre natürlich übelst geil, wenn das klappen würde, aber das kann ich jetzt nicht irgendwie vorschreiben oder organisieren oder so. Aber wenn ihr mit eurem Tribe irgendwie mit 10 Mann oder so irgendwas Cooles, eine große mittelalterliche Stadt aufbauen wollt, dann könnt ihr das sozusagen machen. So. Ich werde euch mal ganz kurz die Mods ein bisschen zeigen. Ich habe ja auch schon ein paar Fotos so zum Anteasen gezeigt hier da, oder reingebaut. Das ist hier aus der Medieval Structures Mod, also aus der hier dieses Bild, ne? Also das Interieur und so, habt ihr da ganz viele Möglichkeiten. Dieses Bild ist aus... Ah ne, Bullshit. Das ist aus Medieval Tavern und das hier ist aus Medieval Structures, dieses Bild da. Ne? Seht ihr, es ist halt ein bisschen klein jetzt gerade, ich zoome mal ein bisschen ran. Ne? Das ist cooler Scheiß möglich auf jeden Fall. Dann habe ich noch installiert hier die Castles, Keeps and Forts Architecture Mod. Ne? Damit könnt ihr sozusagen auch Burgen bauen. Ich zeige das manchmal mal von Anfang an hier. Könnt ihr Burgen bauen. Das ist jetzt nicht die Castle Mod, das ist eine relativ frische Mod. Sieht man hier am 17. September wurde die erst veröffentlicht. Ihr könnt damit aber auch wirklich so mittelalterliche Häuser bauen und das Coole ist, dass ihr fast überall auch die Texturen dynamisch ändern könnt, wenn ihr wollt. Das kennt man auch von der Castle Mod mit den Statuen und so weiter. Also ich stelle mir das jetzt so vor, man geht einfach zu dem Haus, zu der Wandtextur hin, hält E gedrückt und irgendwo hat man die Option, dass man quasi von dieser Textur auf diese Textur wechseln kann zum Beispiel. Ne? Und damit ist auch sehr, sehr cooler Scheiß möglich, die ist auch mit drinne. Dann habe ich, wie gesagt, diese Tavernen-Mod installiert, daher ist das Bild. Dann die Medieval Structures-Mod, daher ist das Bild. Dann noch diese Mod hier. Die sorgt, glaube ich, auch noch ein bisschen für mittelalterliches Interieur. So ein bisschen Wanddekoration, ich weiß es nicht. Dann könnt ihr damit auch so hier zum Beispiel dieser Kahn für den Bären oder Marktstände machen. Ne? Also wäre eine Option. Also wie gesagt, es ist keine Pflicht, RPG zu betreiben. Also so ein bisschen Roleplay und so. Und so ein bisschen so zu reden, so wie im Mittelalter. Aber ihr könnt es machen. Wer da Bock drauf hat und so, wer das gerne macht, ist herzlich dazu eingeladen. Ich weiß nur, unser Tribe, der da drauf spielen wird, Greta und so und die Bugs, die, wenn ihr die antrefft, ich gehe sehr, sehr, sehr schwer davon aus, dass die RPG betreiben werden, also im Sinne von mittelalterlich mit euch reden und so weiter. Die werden euch wahrscheinlich auch nicht verstehen, wenn ihr sagt, hey oder hi oder so. Ne? So. Okay, ne, also ihr habt coole Möglichkeiten damit. Ihr könnt da, weiß ich nicht, David nur so, oh krass, dann machen wir gleich einen Marktplatz und dann können wir Handel betreiben und so. Also theoretisch könnte da was sehr, sehr Cooles entstehen. Wir wollen es einfach mal ausprobieren. So, und dann habe ich noch die Game of Thrones Mod installiert. Die habe ich aber vor allem drinne,
wegen den Klamotten, weil ich sonst nichts Cooles gefunden habe, was irgendwie mittelalterliche Klamotten bietet als Mod. Was man da bauen kann, habe ich glaube ich sogar deaktiviert. Also der Thron und so sind zwar cool, aber da war dieser Game of Thrones Schriftzug quasi als Item für die Smithy, wo man das baut, und das sah total, hier genau das Ding, das sah total lame aus und ich habe das rausgenommen, weil ihr habt genug Möglichkeiten, Strukturen und alles. Da braucht man das jetzt nicht. Aber die Klamotten und die Waffen und so könnt ihr quasi von Game of Thrones benutzen. So, ne, weil das so ein bisschen auch dazu passt, finde ich. So, ne, das ist erstmal so der Grundtenor, wie ich hier schon geschrieben habe. Mittelalter RPG Back to the Roots, Primitiv Plus könnt ihr, also das Plus könnt ihr streichen, weil wir hatten geplant, Primitiv Plus natürlich mit drauf zu machen, haben aber dann festgestellt, dass Primitiv Plus inkompatibel ist mit anderen Mods. Das funktioniert nur für sich stehend oder mit Mods zusammen, die für Primitiv Plus gemacht sind. Da bieten aber diese Mods hier alle viel, viel mehr im Paket, als Primitiv Plus bietet. So, ne? Also für die Idee mit Mittelalter und so weiter. Deswegen haben wir Primitiv Plus, könnt ihr streichen. Ich habe mir aber gestern noch die Mühe gemacht, irgendwie 2 Stunden oder so, und habe die Game Innie so bearbeitet, dass man keine modernen Sachen craften kann. Also man kann keinen Rocket Launcher machen, keine Turrets und so weiter und so weiter. Sollten theoretisch, kann sein, dass irgendwo noch ein Item dazwischen gerutscht ist, wo es mir nicht aufgefallen ist, aber ich habe auch die Leute nochmal auf so einen Try drüber gucken lassen, wir haben da jetzt nichts mehr gefunden. Es sollen nur noch Sachen craftbar sein, also oder es ein Gramm verfügbar sein sozusagen, die es im Mittelalter in irgendeiner Form gab, oder sagen wir mal Mittelalter-Fantasy-Setting irgendwie. Ja. So. Okay, kommen wir noch zu den Einstellungen. Wie gesagt, es ist ein bisschen Back to the Roots mäßig. Es ist jetzt nicht Ziel, dass alles in ein, 2 Tagen aufgebaut ist und so weiter. Deswegen sind das weitestgehend Originaleinstellungen. Globalen Chat haben wir so deaktiviert, weil wir dachten, eigentlich wäre es doch mal ganz cool so, wenn die Leute, auch wenn man alleine anfängt, ist natürlich erstmal nachteilig, ne, wenn man irgendwie einen Tribe sucht oder so, aber wir haben uns überlegt, es ist auch ganz cool, wenn derjenige halt erstmal erkunden muss, für sich selbst überleben, und wenn er dann irgendwo eine Siedlung entdeckt oder so, dann kann er ja nachfragen, ob er mitmachen darf und so. Ich meine, es ist PvE-Server, das ist alles nicht ganz so stressig, und da kann man auch erstmal für sich selber erkunden, und es passt einfach besser zu dem Setting und so weiter, den globalen Chat zu deaktivieren. Solltet ihr schwerwiegende Probleme haben, Betonung liegt auf schwerwiegende Probleme, irgendwie technisch oder so, irgendein Bug, man weiß es nicht. Wir werden es wahrscheinlich so machen, weil über den globalen Chat kann man ja nichts mehr melden. Ne? Wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir über eine Surfer-Nachricht, vielleicht auch in der Stadt, Surfer-Nachricht dann oder so, müssen wir mal gucken, irgendwann eintragen, da und da ist irgendwie eine Sprechstunde, da könnt ihr dann in TS kommen, und dann nimmt sich Bugs oder irgendjemand eine halbe Stunde Zeit. Hört sich sämtliche Probleme an, und die, die wirklich relevant sind, um die wird sich dann gekümmert, sozusagen. Wenn es irgendwie technische Probleme gibt, ist die Idee, mal gucken, ob wir es hinbekommen. Schauen wir mal. Es ist auch immer zeitlich alles sehr hart und so, aber das ist so die Idee, wie wir das lösen wollen. Und ich hatte ja gemeint, PvP ist möglich, und zwar über dieses BPvE Allow Tribe War. Darüber sollte es möglich sein, dass wenn 2 Tribes sich bekriegen wollen, ne? Also wenn beide Parteien einverstanden sind, dass sie Krieg führen können, also PvP machen können und so. Ich glaube, das läuft so ab, dass sich die 2 Tribe-Leader treffen und sich gegenseitig den Krieg erklären sozusagen, ne? Eine gegenseitige Absprache, dann können die, glaube ich, ein Zeitfenster ausmachen oder so oder so einstellen, und in der Zeit können die dann quasi sich gegenseitig raiden und so. Also probiert es aus. Ich glaube, dass es so funktioniert. Ich habe das halt noch nie getestet, aber ich habe das so gehört, dass das so funktionieren soll. Also PvP wird in der Form noch möglich sein, ansonsten ist aber der Fokus wirklich auf PvE. So, das ist wirklich nur für die Leute, die Bock drauf haben, irgendwie gegenseitig dann noch Krieg zu führen und so weiter. Aber euch kann jetzt keiner irgendwie platt machen, wenn ihr eure Ruhe haben wollt. Ne? So, und wie gesagt, wichtig, die schönsten Bauwerke werde ich auf meinem Channel zeigen, aber da muss wirklich was sehr, sehr Cooles dabei sein. Also wenn da jetzt irgendwie ein, zwei hingerotzte Hütten sind, werde ich das definitiv nicht zeigen. Ich rede da wirklich von einem beeindruckenden Projekt. Jetzt natürlich auch unter Berücksichtigung der Einstellungen, die sehr, sehr hart sind. Das ist uns bewusst, aber ist halt so. Ich sollte sagen, bedankt euch bei Kreta. Ich wollte nämlich erst alles auf zweifach einstellen, wenigstens. Und Kreta so, nein, mach alles original, wie früher. Und so, okay, also ich habe es jetzt wie früher gemacht. Und ja, also wenn man jetzt ein Dino tamed, ist es auch auf jeden Fall was wert bei den Taming Speed. Aber unter Berücksichtigung der Einstellungen und so weiter, solltet ihr da wirklich was Cooles als Truppe auf die Beine stellen, wie gesagt, wie so ein Mittelalterdorf oder so, vielleicht auch eine Burg mit wo ein Marktplatz drin ist und coole Häuser und ein Hafen, ich weiß es nicht, dann würde ich mir das auf jeden Fall angucken und würde das sehr wahrscheinlich dann auf meinem Kanal vorstellen, weil ich einfach Mittelaltermusik drunter hauen. Ich schaue es mir Spectator an, vielleicht, oder ich komme einfach zu euch und lasse mir eine Führung geben, müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen.
So, und genauso wie auch da steht, denke ich, ist auch ganz cool. Irgendwann wird natürlich der Zeitpunkt kommen, wenn dann irgendwie nur noch ein, zwei Leute spielen. Wäre natürlich schön, wenn das nie passieren würde, aber irgendwann kann sein. Und für den Fall, dass wir den Surfer irgendwann wipen müssen, habe ich mir überlegt, bei so einem PvE-Projekt würden sich bestimmt ein paar drüber freuen, wenn sie sich die Welt dann runterladen können und dann können sie die auf ihren eigenen Server aufspielen, beziehungsweise im Localhost laden, wie sie Bock haben. Dieser Link hier. Hier, also über diesen Link sozusagen, werde ich dann, sobald der Server gewiped wurde, wird dann ein paar Tage später der Spielstand, also die komplette Welt der Ordner sozusagen, zum Download bereitstehen und ihr könnt euch den runterladen. Ne? Das bedeutet, sollte der Server gewiped sein, ist nicht alles weg oder so, ihr könnt euch das saugen und ihr könnt, wenn ihr Bock habt, auch mit euren Leuten dann einfach das auf den eigenen Server hochladen und dann quasi weiterbauen. Ich denke, das findet der, ich hoffe, das findet der ein oder andere cool, wenn ich es hinbekomme. Ja, aber ich denke, ich krieg das hin mit Dropbox. So, gut Leute, dann Surf-IP steht da, Passwort steht da und dann bin ich mal gespannt. Wie gesagt, das wird ein Experiment auch ein bisschen. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Und ich bin vor allem gespannt, was ihr da so auf die Beine stellt. Es wird nicht leicht. Und wie gesagt, RPG ist erwünscht, Leute. Ne? Wenn ihr Bock habt, RPG zu machen, es werden sich natürlich nicht alle dran halten. Es ist jetzt auch keine feste Regel, weil das kriegen, können wir nicht einfach, das haben wir zu wenig Zeit, um das jetzt irgendwie fest zu kontrollieren und so. Aber die, die Bock drauf haben, RPG ist erwünscht. Unser Tribe wird da auf jeden Fall mit am Start sein, was RPG angeht und dementsprechend zu so quatschen und so. Ne? Und ja, so, gut. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Und ich bin gespannt, was ihr da so auf die Beine stellt. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß auf dem Surfer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Tschüssi. Ja.